Computer sind auch bei Hetzner eine ganz heiße Sache. Und wenn man solche heiße Sachen haben möchte, dann braucht man auch was Cooles. Und wir haben mit dem Man of Coolness quasi Matthias hier dabei. Servus. Moin. Richtig. Du sorgst dafür, dass es hier im Rechenzentrum cool ist. So sieht's aus. Ich direkt nicht, aber die Anlagen hinter uns zum Beispiel sind sogenannte Klimaanlagen. Wir ziehen hier zu 100% Außenluft an, wollen die auch zu 100% verwenden. Das heißt also, solange es draußen eben entsprechend kalt genug ist, brauchen wir keine aktive Kühlung, sondern fahren direkt mit der freien Außenluft, natürlich gefiltert und über noch ein paar andere Bauteile ins System rein, in unseren Doppelboden. Ja. Und bei Bedarf können wir eben, wie gesagt, nachkühlen. Aber angestrebt ist, dass wir zu 98% oder höher möglichst mit Außenluft fahren. Und du sagtest gerade Doppelboden, das heißt, wir stehen hier auf einem nicht echten Boden. Genau, der Boden hier ist einen Meter höher etwa, gehört zum Gesamtsystem mit dazu. Das heißt also, man fährt die Luft von unten an die Server heran, in die Kaltgänge. Dort wird sie dann über Gitterplatten, hier haben wir ja, geschlossene Platten, und an den Servern in den Kaltgängen sind Gitterplatten und dort kann die Luft dann gezielt entnommen werden. Kann man sich vorstellen, was für eine Hausnummer das ist, wie viel Luft hier so bewegt wird? Genau, wir haben also 18 von diesen Anlagen im Schnitt pro Rechenzentrum installiert. Und die machen dann eine Gesamtleistung von etwa 400.000 Kubikmetern. Und das das ist schon eine Hausnummer. Ja, das ist auch Hausnummer. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein Panel aus dem Boden herausnehmen würde, dann würde mir sofort ein Schwall kalter Luft hier entgegenkommen. So ist es. So ist auch die Idee des Doppelbodens, dass man eben dezentral öffnen kann, Server hinstellen kann und dann hat man da kalte Luft. Genau. Und damit das funktioniert, muss ja auch ein Druck vorhanden sein. Das heißt, das System reguliert dann irgendwie den Druck oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Wir haben eine Druckmessung in dem Doppelboden, wo wir einen Differenzdruck zwischen dem Doppelboden und dem Raumdruck halten. Den wollen wir so gering wie möglich halten, um eben effizient die Lüfter betreiben zu können. Okay. Und da ist es genau so. Das heißt also, wenn die Abnahme steigt oder man eine Platte öffnet, dann würde der Druck fallen und die Ventilatoren über alle Anlagen, die sind sozusagen miteinander vernetzt, würden dann den Druck gesamt wieder versuchen zu erzeugen. Verstehe. Genau. Wenn ich jetzt hier so reinschaue, dann sehe ich so Begriffe wie Evaporator. Das kommt mir so ein bisschen aus dem Kühlschrank bekannt vor. Hat das was damit zu tun? Genau. Also im Prinzip ist es ein großer Kühlschrank. Ja. Das System ist dasselbe, also eine Kompressionskälteanlage, die bei Bedarf zugeschaltet werden kann. Das heißt also, wenn die Außenluft zu warm wird im Sommer, dann können wir bei Bedarf hier die Luft weiter runterkühlen. Okay. Bei dem Kühlprozess kann es sein, dass Feuchtigkeit entsteht, die mit einem Tropfenabscheider nochmal abgefangen wird und abgeleitet wird, sodass wir auch keine Feuchtigkeit in den Doppelboden reinbekommen bzw. an die Server rankriegen. Ja. Und dann wird es eben über die großen Ventilatoren dem Doppelboden wieder zugeführt. Und zur Erzeugung der Kälte, nenne ich es jetzt mal, werden die Kompressoren gebraucht. Ja. Was ich auch bei Hetzner gelernt habe, ist, um eben dieses perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis hinzubekommen, geht es ja um Effizienz. Und wenn wir allein sehen, die Hallen sind ja wahrscheinlich bewusst auch so schräg und diagonal gebaut, oder? Genau, also die Luft wird in den Doppelboden eingepustet, wird dann an den Servern erwärmt und die warme Luft steigt aus. Und um das Ganze zu unterstützen, das ganze System, ist das Dach eben schräg, wo dann die warme Luft sozusagen zu den Außenluftöffnungen hingeleitet, hinströmen kann von selber, ohne nochmal mit Lüftern unterstützen zu müssen. Okay. Ja. Ich sehe, dass da oben noch so Klappen sind. Hat das was irgendwas mit der Zirkulation hier zu tun oder so? Genau, wir haben Außenluftklappen und Umluftklappen und können dann bei Bedarf die entsprechende Temperatur mischen. Hier in Falkenstein können wir teilweise im Winter bis minus 15 Grad rechnen. Da müssen wir natürlich Warmluft zumischen. Ah. Und daher hat man die zwei Klappen, um eben die perfekte Temperatur, so etwa um die 20 Grad zu erreichen. Cool. Und daher die Klappen. Das heißt, wenn es zu warm ist, könnt ihr aktiv kühlen. Genau. Und wenn es zu kalt ist, dann mischt ihr einfach die Luft, sodass ihr halt eine ideale Temperatur für die Server habt. So sieht's aus. Sehr ideal, perfekt. Und du sagst es ja quasi, dass es auch wichtig ist, dass die Luft wohltemperiert ist, 20 Grad ist euer Ziel. Genau. Das heißt, der Standort hier in Falkenstein ist auch bewusst dafür gewählt, oder? Genau, hier sind klimatisch gute Bedingungen. Mhm. Im Vergleich jetzt zu einer Stadt, zum Beispiel Berlin, wo man dann im Sommer vielleicht eher auch mit Abwärme aus den Gebäuden noch zu rechnen hat oder sowas, ist man hier in Falkenstein recht gut aufgestellt. Hier hinten hinterzu kommt alles Wald, große Felder, würde ich sagen, ist klimatisch eine gute Stelle. Ja. Und eine Frage, die auch noch, glaube ich, ganz spannend ist, so Stichwort PoE. Genau. Der PoE-Wert spiegelt ja sozusagen die Qualität bzw. den Energieeffizienzwert von einem Rechenzentrum wider. Mhm. Hauptanteile haben da zum Beispiel die Klimaanlagen bzw. Trafo-Verluste, USV-Verluste. Mhm. Und da sind wir hier bei Hetzner auch immer stetig dabei, die ganze Sache so effizient wie möglich zu betreiben. Stichwort Austausch, Ventilatoren.
die Zuluftventilatoren haben immer eine gewisse Haltbarkeit. Die unterliegen ja auch einem ganz normalen Verschleiß, sodass wir die in regelmäßigen Abständen austauschen. Dann immer auf dem Markt auch mal nachschauen, was gibt es denn eigentlich Neues womöglich. Dann machen wir oft mal auch Tests, wenn wir uns nicht ganz sicher sind. Und dann wird auch mal ein ganzes Rechenzentrum damit ausgestattet. Stark. Und dadurch schaffen wir das eben immer wieder, unseren PUE an der Stelle zu verbessern. Ja. Und so kommt man dann Schritt für Schritt immer näher an den perfekten PUE-Wert ran. Ja, das finde ich sehr cool, auch bei Hetzner, wie ihr dort fortschritt- und zukunftsorientiert seid, um das Ganze immer nachhaltiger und immer effizienter zu gestalten. Ist am Ende auch gut für die Kunden, ist natürlich dann wieder günstiger. Auf jeden Fall. Ja. Super, vielen herzlichen Dank für den spannenden Einblick hier in die Coolness. Gerne.